Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dein Super Mario Fantasy. Heute kommen wir zu Super Mario Fantasy All or Nothing. Ich glaube, das heißt Super Mario 54. Hat halt im Titelscreen jetzt falsch gestanden. Viel verändert schon, sieht man mittlerweile. Wir starten am besten nochmal gleich hier rein. Der Hack ist von Apiois, stand auch schon im Titelbildschirm. Und ich lese mal gerade die Wikipedia-Datei durch, während ich etwas ganz zufälligerweise durch die Welt hier. Ich glaube, wenn ihr schon mal den ganzen Kram hier bewundern könnt. Hallo, ich grüße dich. Nach viel Zeit bekommst du einen weiteren Mini-Hack zum Testen von mir. Der Hack enthält genau wie mein erstes Hack. Ich lese aber Rechtschreibfehler mal gerade mit. Das du von mir hattest, nur einen Stern. Dieser Hack sollte ursprünglich 15 bis 18 Sterne enthalten. Leider war es mir nicht möglich, diesen fertigzustellen. Wegen gesundheitlichen Problemen. Ich hoffe, es geht dir mittlerweile wieder besser, weil die E-Mail, die ich bekomme von dir, ist ja mittlerweile schon etwas länger her. Das Level, das hier enthalten ist, war als ein Bonus-Level gedacht und hat einen Höhenschwierigkeitsgrad. Darum finde ich an bestimmten Stellen selbst hier zu setzen. PS, vergiss nicht, den blauen Schalter zu drücken, das im zweiten Abschnitt der Oberwelt zu finden ist. Viel Spaß, Apiois. Wie gesagt, Rechtschreibfehler immer gerade vorgelesen. Ja, also, ich weiß, dass da Fehler drin waren, aber ist jetzt auch egal, ne? Also, wir sind hier am Anfang. Sieht schon mal relativ atmosphärisch und tropisch und sonst irgendwas aus. Da ist ein roter Yoshi, reden wir mit dem. Wenn das geht irgendwie. Willkommen zum Super Mario 64 Test Worlds 2. Alles oder nichts. Ich sollte dich begrüßen und dir von Apiois eine Nachricht überbringen. In diesem unfertigen Hack findest du nur einen Stern. Unten in der linken Ecke siehst du eine Zahl, die runterzählt. Dies ist ein Timer, der dir die verbleibenden Zeiten dieser Welt anzeigt. Schaffst du es nicht, die Welt vor dem Ablauf der Zeit zu verlassen, flieht Mario entlebend und landet auf dem Friedhof. Viel Glück. Hack Design bei Apiois. Okay, das kriegen wir bestimmt hin. Also sowas wie in Super Mario World und Bros und sonst irgendwas Timer halt. Ein paar schöne... Ne, weil die sind wirklich schön, die Dinger. Hier diese Statuen da von einem Koopa mit einem Speer und Bowser, das sieht alles wunderschön aus. Schade, dass das kein vollwertiger Hack wird wegen krankheitlichen Problemen. Wie gehen wir mal gerade an die Tür hinein? Oder ist hinten dran noch was? Ich weiß nicht. Ne, ist nichts dran. Okay, da ist nichts mehr. Gehen wir weiter. Gefällt nebenbei wieder unten jetzt der Paper Mario Kopf benutzt wird, um irgendwas darzustellen. Oh, hier kann ich wieder rauslaufen. Oh, das gefällt mir. Man kann wieder raus, wunderbar. Nee, aber mir gefällt wie zum Beispiel auch mal dort die Kamera das so entworfen ist, also war es halt was Neues. Und wow, schaut euch die Scroller-Texturen am Boden an, sieht alles sehr düster aus. Aber mir gefällt diese Treppe. Viel B drücken. Gefällt mir. Ja, Design sieht das Ganze wieder schon relativ schick aus, also nicht nur Design. Ich meine, so vom allein vom Anschauen her sieht das alles wieder relativ nett aus. Das hat der Apiois jetzt einfach drauf, das sieht schön aus. Ich danke dir vor allem, dass du hier eine richtige Treppe gebaut hast. Ich habe nur so diese blöden Blöcke hingesetzt, dass die wir ja zu gut kennen. Oh, das ist eine transparente Textur. Oh, schön ist das. Und die müssen aber aussehen wie Licht. Das ist am allerschönsten. Okay, ein Schild, das steht da drauf. Also, das ist einfach... Ah, das Schild hat nur so ein... Okay. Hey, vergiss nicht, hier blauen Schulter zu drücken. Sonst kannst du die Aufgaben nicht bewältigen. Okay. Ja gut, also Zeit habe ich ja scheinbar wirklich genug in solchen Leveln hier, um Kram anzustellen. Ich meine... Naja, 100 Sekunden sind viel. Also, 100 Sekunden? Ich meine, 999 Sekunden sind schon viel. Das sind eben viele. Sind sogar schon mehr als 10 Minuten. Insofern sollte das eigentlich schon passen. Ich hoffe, ich habe mich gerade nicht erzählt. Okay, ja, das sieht nach einer relativ netten Oberwelt aus, muss ich sagen. Da hätte bestimmt relativ viel passieren sollen. Also bis der Hack fertig wäre, zum Beispiel da oben, hätte es wahrscheinlich im vollen Hack noch hingekonnt irgendwie. Aber anscheinend geht das gerade jetzt nicht hier. Oder sind da irgendwie unsichtbare Böden, die ich nicht sehe? Ich weiß nicht, so viele Leute machen das gerne. Der Boden ist irgendwie leicht irritierend. Und schaut mal an, das ist der Friedhof, von dem gerade die Rede war. Das sind doch die Buhus. Die können mir folgen und mich töten. Kann ja auch zu ihnen. Ja, das... Ach so, wenn ich hier sterbe, finde ich auch kein Leben mehr, okay. Nee, ich kann nicht zu ihnen anstehen. Das ist eine unsichtbare Wand. Probieren wir es mal an einer anderen Stelle noch. Da sind über unsichtbare Wände. Das ist so eine Art wie Sequenz. Gib noch nicht auf, Mario. Du schaffst das. Okay, gehen wir das Tod raus und kommen wieder hier hin. Drücken F7, um wieder hier zu sein. Wir brauchen jetzt keine Zeit verschwendet, um wieder durch das Level laufen. Okay, was ist hier? Wahrscheinlich auch nichts. Ja, das sind halt Wege, wo man hingekonnt hätte, wenn der Hack vollständig gewesen wäre, schätze ich mal. Na, da war ein bisschen ständig. Da wäre etwas. Das sieht wirklich sehr merkwürdig aus mit den scrollenden Texturen, aber... Ja, schick. Besser als nichts. Besser als ein langweiliger Boden. Habe ich einen Schalter gedrückt? Ja, habe ich. Okay, dann gehen wir mal darüber. Oh, warte, da ein Schild. Das Schild könnte ich dennoch lesen. Und hier wurden Treppen, einzelne Treppenteile platziert. Hm, interessant. Hier findest du Zugang zum Level. Es gibt nur einen Stern. Ich habe das Gefühl, ich habe mich gerade verlesen, aber ist ja auch egal. So. Nehmen wir ein paar Sachen, die ich noch zum deinen Super Mario 65 Kram im Allgemeinen noch sagen sollte, ist, dass wir aktuell, also nach dem heutigen Stand, mit allen Hacks in meinem Postfach zusammen auf 30 Hacks kommen.
Ha, ne, eigentlich nicht. Wir kommen auf 29. Das heißt so viel wie, wir haben es fast geschafft, dass ein nächstes Level-Paket veröffentlicht werden kann. Das heißt, wenn ich die nächsten Hacks alle hochgeladen habe, fehlt nur noch einen, dann haben wir 30. Also bald gibt es wieder einen neuen Hack und sowas. Und dann gibt es auch ab der, nach der 30. Folge wieder eine Ankündigung mit ein paar Informationen für euch, die es einfacher macht, euch Mario 64 zu hacken. Aber bis dahin, spielen wir mal die Hacks, die wir jetzt noch haben. So, mal gucken. Ich habe hier, mach gleich mal am Anfang selbst, ich habe hier 300 Sekunden Zeit, das heißt, das sind 5 Minuten. Wir kommen in eine Spezialwelt. Da fehlt ein R. Hier musst du unter erschwerten Bedingungen einen Stern erreichen. Dafür hast du 5 Minuten Zeit. Viel Glück. Durch das Lesen des Hexes hier hast du viel Zeit verschwendet. Dadurch kannst du die Passage nicht mehr schaffen. Ich würde das Level neu starten, wenn ich du wäre. Schau mal, F7. So, das ist ja Feuer, der macht Kram. Geh mal darüber. Wie jetzt, das ist alles Treibsand? Alles klar, okay. Ich schätze mal, ich guck mich gerade mal hinten um. Oh, guck mal, da kann man auch noch hin. Was ist denn das da hinten? Das sieht verdächtig aus. Das sieht sehr verdächtig aus, aber... Ich weiß nicht, vielleicht soll ich ja jetzt einfach nur in diese Richtung gehen. Aber ich möchte mich doch kurz noch in diese Richtung zuerst bewegen. Nee, wir haben gerade im Hintergrund hier Ocarina of Time Musik, beziehungsweise Majora's Mask, weil es in beiden Spielen vorkam. Hier hinten leckt es, unbeschreiblich viel, ne? Was ist denn hier so aufwendiges für das Spiel? Egal, wie halt die Musik hier ist, aus Ocarina of Time wahrscheinlich. Und Majora's Mask, aber die meisten Leute kennen wahrscheinlich das Ocarina of Time. Kommt bei diesen alten Hexen da. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall kommt sie aus dem Spiel. Ja, mehr weiß ich gerade nicht. Ich will den Text nicht wirklich lesen. Er verschwendet wirklich Zeiten, die ich brauche wahrscheinlich im Endeffekt. Gut, jetzt aber. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Die Dinge, der Stein sendet Schockwellen aus. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, warum ein Stein Schockwellen aussenden sollte. Ich kann mir auch gerade nicht vorstellen, warum so ein Stein da wegprasseln sollte. Ich glaube nicht, dass ich da lang muss. Also gehen wir ein... Ich weiß nicht genau, wo ich lang soll, aber wir finden das vielleicht noch raus irgendwann mal. Ja, ich komme da auf jeden Fall so nicht einfach rein. Nee, komme ich auch nicht. Wo muss ich denn hin? Ich muss mich definitiv nicht von dir treffen lassen. Warum sollte eigentlich so ein Stein Schockwellen aussenden? Kann ich mal auf den drauf springen? Ja, na gut, von hier wahrscheinlich nicht. Oh, ich kann nicht mit dem drauf springen. Okay, gut, gut. Also haben wir anscheinend ein schweres Level hier vor uns, mit dem wir dann uns jetzt zurechtfinden müssen. Ja, super. Aber da unter der Sandzone, unter der Sandebene ist anscheinend auch eine Wasserfläche. Auch interessant. Wenn ich hier von so einer Schockwelle erwischt werde, ist es wahrscheinlich vorbei mit mir. Aber ich wüsste auch gerade gar nicht, wo ich lang soll, wenn ich ehrlich bin. Gut, dieses Ding zum Beispiel, das hat nichts dergleichen von wegen, ich gehe unter die Erde. Das ist schon mal gut, wenn wir dann da so ewig stehen bleiben. Ich konnte mich schon mal in dem einen Hack, den ich von Piddy und Carson mal hatte, nichts mit diesen Elektrobällen anfangen. Ich mochte sie da schon nicht. Weil diese dauernden emittierten Elektrowellen sorgen, ja, keine Ahnung, ob es Elektrowellen sind, aber diese dauernd emittierten Wellen sorgen eben dafür, dass man nicht wirklich vorwärts kommt. Oh, irgendwann muss man nochmal dahinter kommen, oder? Da laufe ich gerade den falschen Weg lang. Ich werde sehr wahrscheinlich dahinter kommen müssen, aber ich weiß nicht genau, wie ich das anstellen soll. Ja, von da hinten komme ich einfach mal nicht hin. Das heißt, ich muss schon vom Anfang an hinspringen. Das ist schon richtig. Ja, dann trifft mich wieder zwei von diesen tollen Wellen. Dann trifft mich eine, dann trifft mich keine mehr, Gott sei Dank, und dann komme ich wieder nicht rüber. Ich weiß gerade nicht genau, was aber auch die Probleme verursacht. Ist es der Zeitdruck oder was gerade hier so das Problem? Ich weiß es nicht so wirklich, was das Problem hier gerade ist. Also ich komme nicht wirklich vorwärts, aber das beheben wir hoffentlich. Irgendwann mal. Wenn er sich an diesem einen Ding dann noch festhalten würde, könnte ich. Zeug tun. Das muss man wirklich mal gerade sagen. Ich könnte Dinge tun. Ja, komm, das schaffen wir jetzt, meine ich hier. Okay, F5. Geschafft. Jetzt darüber noch. Ja, und dann kommt man nicht rüber. Das ist ein Schwerreck, das muss man sagen. Also der Anfang ist schon verdammt schwer. So, okay, was haben wir denn hier? Da kann man jetzt reingehen, kann Knopf drücken. Ah, dann kann sich eine Kappe holen. Achso, ich weiß schon, was ich mit der Kappe tun soll. Ich kann sogar einen Knopf drücken. Was macht der Knopf denn? Achso, der macht mir jetzt einfacher zurückzukommen, oder was? Ah, okay, verstanden. Ja, wunderbar. Hä, ich komme nicht durch. Was? Wieso nicht? Stopp, halt, warte, ich habe doch...
Okay. Dann ist die Tarnkappe wohl nicht dafür da, für was ich gerade eben dachte, dass sie da wäre. Ich weiß nur nicht genau, wie ich dann weiterkommen soll, wenn die Tarnkappe nicht dafür gedacht ist. Was soll die machen? Der ganze Sand, der einen hier umbringt, das ist wirklich unheimlich schlimm hier. Ich will auch hier gerade nur um die Säule mal laufen, um zu sehen, was hier hinten eigentlich ist. Denn hier ist nämlich nichts. Ja, ich muss halt erstmal die Welt so ein bisschen erkundschaften, bevor ich irgendwie sagen kann, ja, das ist das Richtige, was ich tun soll. So, wenn ich jetzt diesen Knopf drücke, was passiert denn dann? Ich gehe unter. Ich kann mich mit diesem Feature, dass da dieser Treibsand ist, nicht ganz so anfreunden, wenn ich ehrlich bin. Vor allem nicht... Oh, nee, schon wieder. Weil man läuft halt vor die Tür und dann ist man halt direkt wirklich tot, weil man schon fast im Sand steht. Das ist halt etwas unpraktisch in der Stelle hier gerade. So, jetzt mal da rein hier. Safe State. Muss sein. Sonst warten wir hier noch Ewigkeiten. Ja, meinetwegen, nimm die Kappe halt einfach so. Kann ich durch das Glas wenigstens durch? Nee, kann ich auch nicht. Ich darf halt auch keine Zeit verlieren. Also, ich schätze mal, dass ich das nicht darf, weil der gute Macher von diesem Hack noch extra meinte, dass man hier nur eine gewisse Zeit zur Verfügung hat und auch deswegen nichts verschwenden sollte. Hm. Aber die Frage besteht, wie soll ich hier durchkommen? Ich hole mir die Tarnkappe, um wahrscheinlich da hinten durchzukommen. Aber irgendwie komme ich ja nicht mit der Tarnkappe da nicht durch. Jetzt aber ohne Witz, was hole ich die Tarnkappe? Ich verstehe schon, dass ich den blauen Schalter in der Oberwelt drücken musste, damit die Tarnkappe halt da ist, aber... Ja, so wirklich Nutzen bringt die mir bis jetzt eigentlich nicht wirklich. Sehe ich irgendwas? Also was schon mal ganz klar ist, dass halt der Schalter, den ich gedrückt habe, hier diese Blöcke spawnen lässt. Im Sand, die mir halt es erleichtern, weiterzukommen. Und das sind vor allem zerstörbare Blöcke. Aber es bleibt dabei. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, wie es dann weitergeht, weil, naja, ich hier nicht durchkomme. Ist das jetzt irgendwie ein Fehler im Spiel oder warum geht das jetzt nicht richtig? Ich weiß wirklich nicht, wie ich da durchkommen soll. Also hier geht es doch irgendwie hoch. Das, ach, warte, ich sehe gerade. Okay, das hätte man von Anfang auch sehen müssen irgendwie. Aber jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Ich denke, ihr habt es wahrscheinlich auch gerade gesehen. Oh, bitte. Also, da hinten ist durch jetzt diese Blöcke, die durch den Schalter gespawnt sind, Dinge hingekommen. Und zwar weitere Blöcke, die halt das Fortschreiten in diesem Hack wahrscheinlich irgendwie möglich machen. Wow. Was zur Hölle sterbe ich jetzt hier? Was? Wieso? Was? Wieso? Ich würde gerade sagen, wie habe ich es geschafft, mich da zu versafestaten? Ich habe es doch bisher mehr geschafft. Gut, aber ja, anscheinend ist es eine schlechte Idee, hier geradeaus zu gehen. Das tötet mich anscheinend immer. Wenn ich eine Richtung drücke, sterbe ich. Ohne Richtungseingabe nicht. Komisch. Okay. Meinetwegen. Jetzt muss ich nur auf die Reihe bekommen, hier irgendwie hochzukommen. Nebenbei dadurch, dass die Blöcke, die man mit diesen Schaltern spawnen lassen können, verändert wurden sind mit den Texturen und so und den Modellen alle möglichen, wurde es auch erreicht, dass die Blöcke nicht mehr so einfach kaputt gehen, indem Mario unten an ihrem Boden dran springt. Das finde ich gut. Muss ich sagen, das finde ich gut. Das macht das Ganze freundlicher irgendwie. Oh verdammt, warte mal, da oben muss ich aufpassen, dass ich nicht über das Ding hinausspringe.
Man muss an der Stelle wirklich sagen, das hier ist ein fordernder Hack, ein richtig fordernder Hack. Das ist keine einfache Kost hier. Und da oben jetzt auch noch hinzukommen, ist noch schwerer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso reicht dann der eine Wandsprung da oben nicht mehr aus? Ich habe ein großes Problem hier. Das nennt sich, dass ich da nicht hochkomme. Mein Gott. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Safe State setze, ist das eine blöde Idee. Deswegen werde ich keinen setzen. Mein Gott. Ja, so Apio ist da, also mit dem Satz, dass der Hack seine schwierigen Passagen hat in deinem Textdetail, da hast du vielleicht ein bisschen untertrieben. Der ganze Hack ist schwer. Was ich aber auch gerade hier bemängeln muss, ist halt, dass man irgendwie wirklich mit den Wandsprüngen nicht perfekt da oben hinkommt. Also man muss halt anscheinend nur irgendwas anderes machen, damit man sich da oben mal an den Wänden festhalten kann und sowas. Weil so an sich scheint es ja nicht zu reichen. Und zur Hölle, wie konnte ich mich so schlecht hier hinspringen? Wie dünn sind diese Plattformen eigentlich? Ich will mich nur an einer mal festhalten, damit ich endlich mal... Genau so. Und dann komme ich nicht hoch. Wow. Der Hack an sich sieht zwar schön aus, aber es ist verdammt fordernd. Ich hab seit Ewigkeiten kein Mario 64 mehr intensiv gespielt. Ich kann doch keine schweren Hacks mehr spielen. Was erwartet man von mir hier? Vor allem, dass die Kamera sich dann da oben dreht, das ist nicht sehr fördernd. Ich komme zwar hoch, aber weiter geht's dann auch nicht mehr. Wunderbar, so weit komme ich dann schon mal mehr hin. Das bringt mir bald auch nichts. Das Problem ist halt, in der Luft zu safe-staten bei diesen Wandsprüngen ist eine blöde Idee. Zumindest schätze ich das aktuell so ein. Und dann ist es aber auch noch schwer, da irgendwie... es ist einfach generell schwer, da kann man nichts anderes zu sagen. Die Sache ist halt auch jetzt die, dass das Ganze hier ein linear aufgebautes Level ist, weil es ja eigentlich ein Nebenlevel sein sollte, wie er schon meinte. Also gibt es auch endlich irgendwie Passagen, wo ich sagen kann, ja, das ist jetzt ein bisschen zu schwierig, das dauert zu lange, bis ich es geschafft habe für diese Folge. Das mache ich wenn anders da zum Beispiel. Oder mache ich gar nicht und zeige andere Stelle vom Level. Das kann ich halt hier jetzt nicht machen, weil es nur diesen Weg hier gibt. Wirklich, diese Kamera sollte mal aufhören, so blöd zu sein. Ah, na toll, wunderbar. Wenn ich das jetzt so mache, kriege ich auch gar nichts mehr auf die Reihe. Das ist auch wunderschön. Ich würde gerne wissen, was sich großartig ändert, wenn ich die Sicht wirklich ändere. Ich meine, gut, die Sicht macht es dann teilweise einfacher, beziehungsweise schwerer, kommt darauf an. Ich muss halt noch testen, ob es wirklich einfacher wird. Aber, naja, warum zur Hölle komme ich nicht mehr dahin, wo ich die ganze Zeit hinkomme, mit dem letzten Wandsprung, der mich dann ins Verderben stößt und die Kamera irgendwie dreht. Ach, komm schon. Gut, anscheinend ist auf der anderen Seite ebenfalls nichts weg. Ne, da oben ist anscheinend nichts zum Hinkommen. Das heißt, ich muss an der Seite hochkommen irgendwie. Frage ist halt noch, wie stelle ich das an? Und zwar halt schnell, weil die Wand bleibt nicht ewig da. Ich muss also da hoch wahrscheinlich. Ja gut, okay, da ist noch keine Wand. Das heißt, ich muss hier hin und dann so machen, genau. Ich mache mal ein Safe-Set ist hier. Okay, aber immerhin klappt das so. Hier sind oben. Wunderbar, dankeschön.
Ich weiß zwar nicht genau, was mir diese Tarnkappe jetzt gebracht hat. Das weiß ich wirklich nicht. Aber wir haben es hier hochgeschafft. Und diese Schallwellen oder was auch immer Wellen imitierenden Dinger machen das Ganze nicht gerade freundlicher oder besser. So, was haben wir denn hier hinten drin? Oh, da ist eine rote Münze, glaube ich. Ne, aber eine Münze, was ist das da hinten? Achso, nur eine Münze. Ja, super. Wir haben Münzen erhalten. Das ist doch schon mal irgendwo wahrscheinlich gut. So, da ist eine mittlere Barriere. Ach, eine mittlere Barriere, aber so ein mittlerer Ring. Für halt relativ weit unten. Und da geht es noch ein bisschen weiter höher. Wo muss ich denn jetzt lang? Wahrscheinlich da hinten. Hier sind einige von den Steinen. Warte, ich war mal gerade hier in Safe State. Warte, stopp. Ich verschwende gerade verdammt viel Zeit. Oh Gott, nein. Das darf ja nicht sein. Zeitverschwendung ist keine gute Idee jetzt hier. Ich habe ja nämlich nicht viel Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Zeitdruck für eine gute Idee halten soll. Na gut, okay. Ich müsste von Anfang an eh nicht in diese Richtung gehen. Das heißt, ich kann auch wieder jetzt, ja, hier lang gehen. Okay, okay. Jetzt muss ich irgendwie hier mit Treffersprüngen da hochkommen. Oder mit einfachen Wandsprüngen. Ah, natürlich klappt das nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Die könnte es auch. Wäre ja viel zu einfach. Die Tür scheint auch nur einige von diesen Dingern diese Wellen imitieren. Ja, ja, danke, danke, danke. Ah, er hat sich festgehalten. Wunderbar. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es überhaupt noch mit dem Zeitlimit, das ich aktuell übrig habe, schaffen kann, weil ich habe halt erst nochmal hier die Runde fertig gedreht, habe mir die Münzen da hinten geholt, wobei ich nicht wirklich weiß, was mir diese Münzen bringen. Bin nebenbei aus irgendwelchen Gründen auch beim ersten Versuch hier nicht in eine Schallwelle getreten. Komm, halt dich fest, dankeschön. Okay, wir machen aber mal Safe State hier. Und wundern uns darüber, was wir hier vorfinden. Ach du heilige Scheiße. Ach du meine Güte, das wird ja immer Hardcore hier. Immer mehr Hardcore, also immer mehr schlimmer. Was auch immer, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Okay, dass ich jetzt dadurch gefallen bin, ist meiner Lust auf Schnelligkeit gerade eben zu verschulden. Renn einfach hoch, Mario. Wie zur Hölle? Wie weit ist das Ding eigentlich weg von mir? Es ist zu weit weg auf jeden Fall. Okay, F5. Okay. Selbst in einem so einem Tauchsprung kann ich nur ansatzweise an das Ding drankommen. Aber es geht auch so, okay. Und dann kommt das Feuer direkt wieder. Oh mein Gott. Das wird nicht einfach werden. Das wird es nicht. Also Abios, da hast du dir bei echt verdammt einen verdammt schweren Hack überlegt. Ich würde sowas nebenbei jetzt als Kaizo-Hack einstufen. Weil es einfach wirklich verdammt schwierig erscheint. Gut, da war ich zu schnell für das Spiel. Dann habe ich einen Tauchsprung gemacht. Okay, also erstmal erste Priorität, ich muss auf diesem Ding landen. Das ist das Wichtigste für erstmal. Was aber auch nicht allzu oft klappt, weil er dann ab und zu auch mal diese tollen Tauchsprünge macht. Wenn ich genug, naja, Geschwindigkeit hätte, um hinzukommen von der Sprung weiter her. Dann komme ich nicht hin. Wunderbar. Ich glaube, das ist nichts für mich, diese schweren Sprünge hier. Ah, aber ich komme da jetzt hin irgendwie, wenn ich mich richtig drehen kann. Und dann halt auch noch gut bin. Gut, also das Feuertiming ist aktuell eigentlich sogar ganz praktisch, wenn ich ehrlich bin. Weil das vordere Feuer, das Feuer auf dem letzten dieser Podeste hier, das geht geradeaus. Jetzt müsste ich aber halt nur noch, warte mal, ich habe eine Idee, was hier funktionieren könnte eventuell.
Na, naja, so viel zum, es könnte funktionieren. Es tat leider nichts in der Richtung. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, die Leute, die jetzt hier gerade zuschauen und von Natur aus eine sehr sadistische, eine sehr masochistische Ader haben, werden diesen Hack mit Freuden erwarten. Zum Downloaden immer mal später. Also nebenbei, wenn ein wenn euer Hack, wenn jemand einen Hack hier einsendet und die dann ungefähr sowas von der Schwierigkeitsstufe erreicht wie der hier, dann will ich nicht, dass ihr in eurer Textdatei schreibt, ja, das wird ab und zu ein bisschen schwerer. Das ist verdammt schwer im Allgemeinen gerade. Okay, wo geht's jetzt hin? Also, ich schätze mal, da wird's nicht lang gehen, weil ich dann wieder runterfalle. Probieren wir es mal in der Richtung. Wir haben einen Lucky Toon da hinten. Ah, ich sehe schon, was da hinten ist. Und was da hinten ist, freut mich nebenbei auch, aber wir werden ja gleich sehen, was das ist. Aber hier passt das mit den Wellen, wenn man richtig ist. Wenn man richtig schnell ist, auch komm schon, keine Schiffattacken. Da hinten kann man das Wasser erhöhen. Ja, Wasser erhöhen. Springen. Okay, jetzt muss ich meine KP auffüllen hier. Wo kommt der Block da unten her? Naja, was soll's, was soll's. Jetzt kann ich in dieses Haus da rein. Und dieses Haus macht was? Was ist das für ein komisches Gesicht? Na egal, ich erkundschafte gerade mal, bis ich jetzt wirklich das dann in Angriff nehme, was man machen kann hier. Also man kann ja jetzt rumschwimmen. Wahrscheinlich wird der Knopf da oben, der in diesem Ding drin ist, hier das hier öffnen. Und dann kann man da unten wahrscheinlich reingehen. Ach, die Schallen, ach, Schallwellen. Man braucht nicht mehr Schallwellen. Die Wellen werden da immer noch aktiviert. Ich brauche irgendwo jetzt eine blaue Kappe, aber. Weil ansonsten, naja, kann ich nichts machen hier. Wer war diese, Box da unten schon immer da? Tatsächlich, die war schon die ganze Zeit schon da. Stopp, warte kurz. Entschuldigung, wenn ich das kurz machen muss, aber ich will sehen, was diese Box da bringt. Weil anscheinend kann ich das nicht so einfach herausfinden. Hm, na doch, ich glaube, ich kann es nicht einfach herausfinden. Ich muss nur Glück haben. Naja, nee, das war nicht so ganz das Glück, das ich gemeint habe. Aber naja, egal. Ich denke, man weiß, was ich tun will, um die Box da unten zu öffnen. Weil ich will wissen, was da drin ist. Oh, naja, gut. Warte, ich bin tot? Warum? Ach so, weil ich... Ach so, ich habe drei... Ach so, okay. Der Fallschaden tötet mich da. Wieso zur Hölle hat das gerade nicht gereicht? Naja, was soll's halt nicht. Machen wir es anders da. Machen wir es auf eine andere Weise. Es wird wahrscheinlich im Endeffekt eh nur Münzen darin sein, aber ich möchte trotzdem wissen, was das für eine Box ist. Ach, es ist ein Leben. Ich glaube kaum, dass ich die Zeit habe, mir ein Leben in diesem Level zu holen. Ne, das wird richtig lustig, wenn ich am Ende dann feststelle... Na, nee, den Schaden will ich nicht. Das wird richtig lustig am Ende werden, wenn ich dann feststelle, dass ich zu wenig KP habe oder zu wenig Zeit, um es durchzustehen. Ach, ich will wirklich keine Zeit mehr verlieren, weil ich die Zeit nicht habe. Und hier kann ich nicht einmal jetzt hier irgendwie schnell sein wollen, weil die, weil diese Wellen dann noch mitgehen. Es leckt. Okay. Hier kann ich einen Safe State setzen und dann mal runterspringen. Und dann kann ich mich hier unten mal umschauen. Ja, aber hier ist nichts mehr. Ich muss irgendwie... Ja, ja, ich weiß schon. Ich muss irgendwie jetzt einen Ort finden, wo es einen blauen, eine blaue Kappe zum Holen gibt.
weil ich mit der dann, naja, Zeug tun kann. Mit so einer Kappe könnte ich denn das Level dann durchspielen. Das Feuer bleibt ja wirklich immer noch da, obwohl wir das gerade hier so machen. Aber warte, hier ist irgendwas. Da oben ist irgend... Oh, ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Erstmal hier oben warten. Am besten schon mal die Seite wechseln. Ja, am besten nicht gegen so ein Ding knallen. Dann kann man schon mal ins Wasser springen, um sich die KP aufzufüllen. Na, hoffentlich fülle ich mir im Endeffekt auch die KP damit auf, weil sterben will ich dadurch jetzt eigentlich nicht. Gut. Denn wir können da an der Seite ja hochgehen. Das habe ich irgendwie beim ersten Mal noch nicht gesehen hier. Wenn das Ganze jetzt auch noch nicht so heftige Slowdowns erfahren würde, ich weiß gerade nicht, woher die kommen. Okay, F5. Wo geht's hin? Wo geht's lang? Da hinten. Dieser Lucky Two. Immerhin sehe ich, wo ich lang muss. Da hinten ist irgendwas und da hinten war auch eine blaue Kappe. Ich hab's ja gesehen. Moment. Wie komme ich da hoch? Ach so, ich soll so einen Wandsprung da an der Stelle machen, verstehe, okay. Es klappt. Warte, ich habe eine andere Idee für diesen Moment nebenbei. Für diese Stelle. Und zwar, wenn sich dieser Lucky da unten schon so freiwillig dahinstellt, können wir den doch sicherlich irgendwie ausnutzen, oder? Ja, komm schon, Lucky, du sei doch ein Braver. Ich frage mich, auf welcher Höhe der sich bewegt. Weil irgendwie... Nee, irgendwie treffe ich ihn nicht ganz. Anscheinend bin ich aber auch ab und zu ein bisschen zu langsam. Ah, wunderbar. Und dann kam der Wandsprung nicht. Wunderbar, dankeschön. Ich will den Lucky Tüter nur treffen. Ich will ihn nur treffen, weil er sich gerade so freiwillig da und praktischerweise hinstellen will. Aber ich fliege zu weit hinaus ab und zu, das merke ich gerade hier. Das heißt, ich muss auch ein bisschen nach hinten noch drücken. Dann habe ich ihn dadurch. Ah, Mann. Ja, der Lucky Tüter ist nicht so schnell, wie er sein sollte. Du bist langsam, Lucky Tüter. Ich hoffe, du weißt das. Ich hoffe, du weißt, dass du ein langsamer Lucky Two bist, weil gerade eben konnte man mit dir mehr anfangen und dann ist er zu schnell. Ich kann mit dem Ding nichts anfangen irgendwie. Das ist, der macht nicht das, was ich von ihm möchte. Wie auch immer ich es gerade eben geschafft habe, dass der Kerl gut gestanden hat für den Sprung da gerade eben. Wie zur Hölle habe ich das am ersten Mal gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ist auch egal. Ich brauche jetzt nur den Wandsprung hier. Der nicht geht. Ja, genau. Es kommen immer mehr Faktoren, die mir den Wandsprung vereiteln hier. Na, wenn ich in die Plattform springe, dann verliere ich zu viel Zeit wahrscheinlich. Genau so muss es aussehen. Und warum hältst du dich jetzt nicht an diesem Block fester, den du gerade eben erreicht hast, Mario? Warum wolltest du dich nicht festhalten? Antworte mir, du kleiner Klempner. Egal, so, wann sprungen wir da hier? Dann am besten hochkommen irgendwie. Ja, genau, mehr Elektrowellen. Okay. Meinetwegen, ich nehme das aber mal gerade so, mach weiter. Ich weiß ja, was ich zu tun habe. Dann ist da auch so eine blöde Elektrowelle. Okay. So, der blaue Block ist hier, genau. So, endlich habe ich den gefunden. Und jetzt muss ich wahrscheinlich da wieder jetzt runter schwimmen. Und hier das Wasserportal, das Wasserteil aktivieren. Zurück zum Haus schwimmen. Bei dem Haus dann den Schalter drücken.
schätze aber mal gerade, dass das so passt. Nein, es passt nicht, weil ich zu langsam war. Was? Ich war zu langsam? Wirklich? Ich war zu langsam? Ach komm, Lucky Two, wirklich. Wenn er mich unten nicht aufhält, hält er mich oben auf. Das Level ist gerade mehr stressig als lustig. Dankeschön. Ja, Hauptsache du bist tot. Du bist nämlich am Nerven, Lucky Two. Du nervst immer. Ach halt, was mache ich denn da gerade? Warum springe ich denn jetzt schon runter? Ich muss doch zuerst die blaue Kappe holen. Ich bin ab und zu blöd. Das muss man leider wirklich hinzufügen. Ab und zu bin ich blöd. Zuerst die blaue Kappe, dann wird er runtergehen. Komm schon. Einfach nur auf den Boden da. Den Schaden sollst du sogar mal nehmen hier. Na ja, von mir aus. Okay, und jetzt da hoch schnell schwimmen. Es ist verdammt schwierig, hier schnell zu sein, wegen den ganzen Slowdowns, die man hier erfährt. Ja, Lucky Two. Ja, Lucky Two. Ich weiß, dass du mich leiden kannst. Das überhaupt reicht von der Länge her, die ich Zeit habe hier springen. Dankeschön. Das könnte wieder eng werden hier. Und es wird zwar eng, aber es hat geklappt. Okay. Jetzt muss ich aber noch runterschwimmen. Ja, genau wie die hier campen. Das sind so viele Lucky Twos. Weil ich finde hier verdammt schnell Wasser. Luft kann das sein. Ja, das ist sowas wie Eiswasser hier, oder? Aber hier war ein Herz, das habe ich vorhin noch gesehen. Okay. Und jetzt einfach nur hier warten. Einfach nur warten. Okay. Achso, hier kann ich dann wieder durch mit der blauen Kappe. Das heißt, ich muss jetzt zurückgehen wieder und mir eine blaue Kappe holen gehen wahrscheinlich. Weil die war ja da hinten in dem einen Haus da noch gewesen, ne? Genau, aber dafür habe ich jetzt eigentlich keine Zeit mehr. Das heißt, den ganzen Prozedere nochmal von vorne machen. Aber das sollte von der Zeit, die ich übrig habe, am Ende noch eigentlich hinkommen. Wenn jetzt dann zum Beispiel sowas wie das hier nicht passiert. Ich müsste halt auch dann Seitwärtssprung machen, wenn ich Geld brauche dann im Endeffekt. Okay, F5. Oh, war das stylisch. Habt ihr das gesehen? Okay, na, nicht perfekt, verdammt. Ich wollte eigentlich sagen perfekt, aber das war es ganz im Gegenteil. Schade, nee, das... Nee, 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 ich will das schon stylisch haben hier. Das soll schon irgendwie ganz toll wirken hier. So, das sind wir wieder. Es geht weiter. Ich wurde kurz gestört. Wir waren hier, genau. Und, ah, nein, ich will springen eigentlich an der Stelle hier. Und, genau, es gilt das hier zu schaffen irgendwie. Wobei ich... Ach, du blödes Zeug. Und ich genau weiß, wie das gehen soll. Okay, jetzt muss ich... Stopp, wo muss ich eigentlich hin? Das ist eine gute Frage. Da unten? Ich bin schon dran vorbei an dem Ding, weil man es aber nicht sehen kann, wo es ist. Ah, mein Gott, es ist so schwierig, damit umzugehen, mit dieser Lucky Two. Ich würde gerne auf alle draufspringen und sie alle ermeucheln, aber leider geht das nicht ganz so gut, weil ich dafür halt, naja, sehen müsste, wo sie sind. Das sehe ich leider nicht. Okay, jetzt muss ich da runterspringen. Mit einem Dive-Sprung. Mit keinem Kick.
Och nee. Ausgerechnet jetzt. Ganz ehrlich, kann die Kamera nicht mal irgendwie gut mitgehen? Das wäre cool. Das wäre richtig cool, wenn die Kamera mal richtig mitgehen würde. Und immer noch, wir haben keinen keinen Dive-Sprung von Mario bekommen. Es ist verdammt schwierig, schnell zu schwimmen mit all diesen Slowdowns. Wollte ich nur kurz anmerken. Geh schnell hier raus. Weil ich eh nicht viel Zeit habe. Und schon wieder, ich wollte eigentlich einen Dive-Sprung machen, aber egal. So, hier mal kurz ein Save-State. Dann schnell umdrehen, an das Herz schwimmen. Dann schwimmen wir schon mal rüber zu dem Haus da, damit wir gleich die Tarnkappe schneller haben. Genau, wir müssen jetzt warten, bis es untergeht hier. Und F5. Ah, mein Gott. Du sollst doch einfach nur diese Kappe jetzt einsammeln. Dankeschön. Ach, einen Moment, das war blöd. Wir haben doch da noch diesen tollen Schalter, den wir benutzen können. Ich habe ihn aber nicht berührt. Ich weiß gerade selbst nicht, wie ich ihn verfehlen konnte. Okay, geschafft. Also jetzt sollte ich das Level endlich absolvieren. So viel zum Absolvieren-Part. Wenn er da jetzt anfängt, irgendwelche Rückwärtssaltos zu machen und Stampfattacken statt Weitsprünge, dann kann ich auch nichts mehr machen hier. Ja, 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 ist gut. Ach, da ist der Stern. Tatsächlich, da ist er schon. Warum ist der blau? Ach so, das sieht so aus, als wäre er schon geholt. Oh Gott, da kann die Zeit ja immer noch ablaufen am Ende vom Stern. Gut, wir hätten es geschafft. Mein Gott, das war schwierig. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie dann die Folge überhaupt war. Also, du hast den Stern in der Tasche. Danke für den, für das Testen meines Sex. Okay, Bewertung. Der Heck. Sieht das gerade nur so aus, oder? Ich dachte gerade irgendwie, dass sie sich diese scrollende Textur hier heben würde, dass die immer höher kommen würde. Ich weiß nicht, sieht irgendwie so aus, wenn wir da aufspringen. Naja, auf jeden Fall, der Hack an sich ist eine nette Idee. Also das muss man sagen, der ist nett aufgebaut. Das muss man wirklich sagen. Warte, nein, was laber ich da? Also nochmal kurz, ich muss kurz überdenken, wie ich das ausdrücken möchte. Also, der Hack sieht schön aus. Ist gut aufgebaut von der Idee her. Dieses Wasserding wird wieder benutzt, finde ich auch gut. Und das ist ja sozusagen ein Rätsel. Das Rätsel ist auch sehr nett, hat man so noch nicht gesehen. Aber es ist halt wirklich verdammt schwierig. Sieht gut aus, ist gut gemacht und hat einen schweren Stern. Also ich meine, Schwierigkeit an sich ist nicht schlecht. Das muss man wirklich sagen, ja. Aber die Sache ist halt eben die, dass sie... Was mir halt einfach nicht gefällt, ist, dass in der Textdatei steht, ja, der Hack hat einige schwere Stellen, ist aber machbar und so, benutzt ein paar Save States. Aber ich muss halt irgendwie überall Save State, weil es halt verdammt schwierig überall war. Aber das sollte normalerweise nicht in die Bewertung reingehen. Aber dennoch, auch wenn einige Sachen, wenn auch relativ alles gut aussah und so, würde ich dem Hack jetzt nicht eine normale 1 verpassen. Also ich denke gerade darüber nach, ob es eine 1- oder eine 2+ werden soll. Aber wisst ihr, was ich machen werde? Ich werde so wie immer vorgehen. Ich werde einfach sagen, das Ganze kriegt eine 1-, weil ich immer die bessere Note gebe, weil ich halt nett bin, ne? Es gibt bestimmt Leute, die sagen jetzt auch nur, dass es eine 2 und deshalb plus ist, aber egal. So, das ist jetzt die Note hierfür. Ich verabschiede mich, war ein langer Hack. Vielleicht keine interessante Folge, aber egal, bis zum nächsten Mal. Dann tschüss.